freue mich, dass so viele dabei sind. Wir sind in einer Nicht-Sitzungswoche, deswegen begrüße ich insbesondere meine Kollegen aus der Fraktion, dass sie dazugeschaltet sind. Liegt natürlich an der Lage. Knut, erstmal vielen Dank natürlich, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Male. Sowohl digital als auch an sich. Ja. Wir haben ja in diesem Gesprächskreis uns schon oft getroffen, in Berlin auch schon physisch, aber dann auch zuletzt auch digital. Der ursprüngliche Gedanke war es, dass wir es mal wieder machen, so wie immer eigentlich. Dann hatten wir noch einen guten Anlass mit der Corona-Krise natürlich, darüber zu berichten. Und jetzt kommen die tragischen Ereignisse der letzten Tage noch dazu. Das ist wahrscheinlich auch dieser Situation geschuldet, dass wir heute so viele Zuschauer haben. Aber ich danke dir deshalb besonders, weil, glaube ich, der Informations-, die Nachfrage nach First-Hand-Information, also nach deiner unmittelbaren Wahrnehmung, besonders wichtig ist und dringend ist gerade. Ich mache das heute anders als sonst, sonst rede ich immer ganz viel und stelle dir ganz viele kluge Fragen. Das machen wir heute, glaube ich, nicht, sondern weil wir ganz viele in der Runde haben, versuche ich mich, das ist ja für mich die schwerste Aufgabe, die es gibt. Wer mich kennt, weiß das, dass ich mich zurückhalte und gebe dir das Wort. Aber ich bitte dich auch, dass du dann vielleicht den vielen, die wir jetzt auch da als Zuschauer auch die Gelegenheit nachher gibst, viele Fragen zu stellen. Und ich gebe dir den Floor, wie man so schön sagt. Mit zwei Bitten. Erstens, sag doch mal, wie deine persönliche Situation gerade in DC ist oder die des Büros, also dass man mal weiß, wie die Lage ist. Ich sehe, du bist nicht im Homeoffice, sondern im Büro der Ebert-Stiftung. Und dass du vielleicht auch mal erzählst, wie sich die Situation vor dem Tode, vor dem Verbrechen, muss man ja richtig sagen, in Minnesota dargestellt hat und was sich seitdem geändert hat, damit wir so ein bisschen alle auf dem gleichen Stand sind, wie das atmosphärisch läuft. Und dann können wir ja zu dem politischen Teil kommen. Wenn es dir recht ist, natürlich bin ich interessiert an allen Entscheidungen, die du triffst, die uns jetzt mitteilen willst. Und deswegen überlasse ich dir jetzt einfach das Wort. Und vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit nimmst. Danke an das FES-Büro, an Michael, dass er das wieder technisch übernommen hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal irgendwann wieder persönlich sehen, wenn es die Situation wieder zulässt. Bitte, the floor is yours. Ja, moin moin aus Washington D.C. Hier ist ja der Morgen angebrochen. Das ist in Washington D.C. zurzeit die ruhigere Zeit. Normalerweise ist das ja anders. Also wer D.C. kennt, ist ja eigentlich morgens immer eine hektische und sehr bewegte politische Zeit. Zurzeit sind eigentlich eher die späten Nachmittage oder Abend, der Abend die bewegte Zeit. Wir sitzen hier. Und ich möchte vielleicht mit zwei Dingen anfangen. Zum einen bedanke ich mich natürlich sehr für euer Interesse und dass wir hier die Gelegenheit haben zu sprechen. Gleichzeitig möchte ich auch zum Ausdruck bringen, dass diese Krisenzeit natürlich für alle anstrengend ist, für uns auch. Aber von der Arbeit her vermissen wir natürlich sehr eure Besuche und den persönlichen Kontakt mit euch hier in Washington und die Programme, die wir zusammen gestalten können. Und man merkt natürlich erst, oder wir merken erst, wie sehr wir das vermissen, wo wir das eben sehr lange nicht mehr gemacht haben. Und deswegen kann ich sagen, also ich weiß, also realistischerweise wird das wahrscheinlich nicht sehr bald anders sein, aber trotzdem freue ich mich schon auf die Zeit, wo wir auch wieder persönliche politische Gespräche führen können und diesen Dialog eben nicht per Zoom führen. Ich erinnere mich jetzt daran, dass wir den letzten Gespräch, heißt, wo ich zumindest zugegen war, im Dezember hatten, nach dem SPD-Parteitag, wo wir mit verschiedenen, mit einem Demokraten, einem Republikaner und einem Kanadier über den Ausgang der US-Wahlen in diesem Jahr diskutiert haben. Und deswegen ist es natürlich schön, dass wir jetzt nach so langer Zeit, zumindest ich die Gelegenheit mal wieder habe, an diesem Gesprächskreis teilzunehmen. Und über meine persönliche Situation möchte ich jetzt vielleicht nur ganz kurz reden, weil das, glaube ich, jetzt nicht das Interessanteste ist, über das man sprechen kann. Nur vielleicht zur Situation des Büros und zur Situation in Washington ist vielleicht, sage ich jetzt etwas, das Büro in Washington, wer es kennt, liegt 4 Blocks vom Weißen Haus entfernt. Das heißt, also wir sind sehr nah dran am Geschehen in Washington D.C. Und wir haben uns entschieden, da wir ein sehr kleines Büro sind, dass wir die Corona-Krise möglichst flexibel handhaben. Also wie gesagt, sie ist für uns hier in Washington
sehr anstrengend, weil sie wir ja an der Ostküste natürlich sehr stark betroffen sind von der Epidemie. Auch wenn die Zahlen im Großraum Washington nicht so hoch sind wie in New York, sind sie hier auch hoch. Und wir erleben seit Mitte März eine sehr starke Einschränkung des öffentlichen Lebens. Noch vor Berlin haben hier die Schulen geschlossen und auch alle öffentlichen Institutionen also eben geschlossen. Und im Grunde genommen ist diese Einschränkung des öffentlichen Lebens bis heute in Kraft, auch wenn es erste, ja, sehr zaghafte, möchte ich jetzt mal sagen, Öffnungen gibt. Aber entscheidend ist jetzt zumindest, wenn man Kinder hat, dass die Schulen geschlossen bleiben und es eben auch keine Aussicht gibt, dass diese öffnen. Und was, sage ich mal so, für alle, die Kinder haben, die jetzt zur Schule gehen, wissen, dass eine große Herausforderung ist und auch für die Kinder insbesondere sehr anstrengend ist und auch psychisch schwierig ist zu verarbeiten. Also das ist zumindest etwas, was ich wahrnehme. Und diese Isolation ist nicht gut. Und diese Isolation, die wir erleben, die eben Leute auch erleben, ist natürlich auch nicht gut für die politische Situation, für die gesamtgesellschaftliche Situation in den USA. Und ich glaube, bin fest davon überzeugt und bin damit auch nicht alleine, dass die Corona-Krise und die Stärke der Corona-Krise, die in den USA verschiedene, ja im Grunde Manifestationen hat, und vielleicht darf ich diese einmal kurz nennen, obwohl sie sicherlich allen bekannt sind. Zum einen haben wir eine sehr starke Ausbreitung des Virus in den USA, die insbesondere in den Städten stark ist. Dann trifft die Epidemie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in nicht gleichem Maß. Also es ist eben nicht wahr, dass der Coronavirus die Menschen gleich betrifft. In den USA ist es die Ungerechtigkeit oder auch die Ungleichgewichte, wenn man es ganz neutral formulieren möchte, eben sehr, sehr stark. Das heißt, es werden sowohl gesundheitlich wie ökonomisch besonders stark die unteren Einkommensgruppen sind betroffen, aber eben auch die Minderheiten und insbesondere die afroamerikanische Kommunität, aber auch viele Migranten aus Lateinamerika oder aus Mittelamerika. Dazu könnte alleine das ist ein sehr großes Thema, aber eben diese Verschärfung von Gegensätzen ist, glaube ich, für das Verstehen von den Unruhen, die wir jetzt erleben, sehr, sehr wichtig, weil wir in diesem Krisenmodus ja jetzt inzwischen schon ein Vierteljahr sind. Das ist keine kurze Zeit, gefühlt zumindest nicht. Und dann haben wir eine ökonomische Krise. Jeder vierte Amerikaner Amerikanerin hat sich inzwischen arbeitslos gemeldet, also 40 Millionen Amerikaner. Und wir gehen ökonomisch, sind wir womöglich schon in der Rezession oder wir sind zumindest sehr auf dem Weg in dieselbe. Und die Wirtschaft schrinkt, wächst eben nicht, sondern wir haben der Konsum, der für die amerikanische Wirtschaft extrem wichtig ist, ist in einigen Bereichen komplett zusammengebrochen. Also zum Beispiel im Textilbereich sind 90% der Nachfrage weggebrochen, aber auch in vielen anderen Bereichen ist die Nachfrage weg und das Angebot ist auch eben die Produktion wird auch geringer. Also das ist alles vor letzten Montag und seit letzten Montag mit der Ermordung, also ich finde, es ist wichtig, es auch Ermordung zu nennen. Das ist der Sprachgebrauch, der zumindest auf der demokratischen Seite politisch hier verwendet wird. Also die Ermordung von George Floyd am vergangenen Montag ist dann, das kannst du jetzt so nennen, wie du willst, entweder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat oder der Funken, der alles in Brand gesetzt hat, aber es ist natürlich nicht der Auslöser. Es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass wir in den USA dass sich eben vieles seit Martin Luther King, also seit der Ermordung von Martin Luther King
1968 hat sich natürlich vieles verbessert, aber eben viele Probleme sind nach wie vor vorhanden. Es ist eben zum einen der latente Rassismus, also der Alltagsrassismus, den wir, wenn man sensibel dafür ist, jeden Tag erleben kann in allen möglichen Situationen. Es ist die Ungleichheit am Arbeitsmarkt, Zugänge zu Bildung, die wesentlich schlechteren Wohnen- und Lebensverhältnisse für die afroamerikanischen Kommunitäten, all das zusammen. Aber dann ganz konkret, wenn es die Polizeigewalt gegen Minderheiten und insbesondere gegen afroamerikanische Männer, also in dem Fall geht es tatsächlich ja um Männer. Es gab gestern ein sehr beeindruckendes, ganz kurzes Video im deutschen Fernsehen, wo das ARD eine Mutter interviewt hat, die vom Weißen Haus protestierte und die eben einfach sagte, ihr Sohn sei 16 und sei jetzt eben kein süßer Junge mehr, sondern ein afroamerikanischer Mann und sie habe einfach Angst, da er jetzt seinen Führerschein machen würde, dass er bei einer Polizeikontrolle erschossen werden würde, was eben tatsächlich ja eine Erfahrung ist, die viele Eltern in der afroamerikanischen Kommunität machen. Das ist eben eine traurige Realität, dass es in der Polizeiarbeit in den USA in einem Jahr 1000 Tote gibt und dass es eben die Polizeigewalt eben eine Realität ist. Und so, glaube ich, lassen sich nur die Proteste verstehen. Und dann gibt es natürlich eine letztendlich 400 Jahre angelegte Ungleichheit, die letztendlich wahrscheinlich in der Gesellschaft nicht hinreichend diskutiert und aufgearbeitet wurde. Also das Freiheitsversprechen, das Fairnessversprechen, das Versprechen auf ein besseres Leben, auf dem sich die USA gegründet haben, wurde eben auf den Rücken von Sklaven und geschaffen. Und letztendlich ist das ein Thema, was die Gesellschaft nach wie vor sehr stark bewegt. Ich glaube, dass dieser historische Hintergrund wichtig ist. So, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zwei Einschätzungen, die, glaube ich, zum Verständnis wichtig sind. Also, wo ich auch vielleicht einen anderen Akzent setzen möchte. Es wird immer wieder, also ich sehe das sehr oft, dass deutsche Kommentatoren davon sprechen, die USA seien im freien Fall oder stehen kurz vor dem Bürgerkrieg. Diese Einschätzung teile ich nicht. Die USA sind eine ausgesprochen dynamische und zähe Gesellschaft. Das weiß jeder, der sich mit den USA beschäftigt. Und also ich sehe nicht, dass diese Gesellschaft im freien Fall ist oder am Rande des Bürgerkrieges. Wenn es einen Bürgerkrieg geben sollte, würde der vom Präsidenten ausgehen. Und gleichzeitig ist auch, glaube ich, sehr wichtig zu unterscheiden zwischen den Protestierenden und denjenigen, die die Proteste nutzen, um zu plündern oder andere Gewaltverbrechen im Rahmen dieser Proteste durchzuführen. Ich sehe keine Unterwanderung. Also ich meine, es wird immer sehr viel von der Unterwanderung der Proteste gesprochen. Die Berichte dazu sind eigentlich so, und so ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung auch hier in Washington D.C., dass die Menschen, die protestieren, eben, ja, eben Leute sind, die protestieren wollen. Und hier in Washington ist es eine sehr gemischte, sind es sehr gemischte Proteste. Also ich habe sie selber angeguckt, also ich gucke sie mir jeden Tag ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde an, um zu sehen, wie die Lage eben dort vor Ort ist. Und ich kann eben sagen, die Proteste sind, wenn ich da war, als ich da war, immer friedlich gewesen, sehr laut, auch aggressiv. Sicherlich sind sie in den letzten zwei Tagen auch zu Anti-Trump-Protesten geworden. Aber sie stellen sich auch da, und so ist auch die Diskussion in der amerikanischen Gesellschaft, als Proteste, die sich ja eben um die Demokratie sorgen und für die Demokratie letztendlich kämpfen, wobei es da sicherlich noch viele, also das Hauptaugenmerk ist natürlich gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt, ja, und letztendlich all das Unrecht, was da mitschwingt.
Und ja, diese vielleicht noch ein Punkt, also weil nun die SPD, also ich habe es wahrgenommen, dass viele gepostet haben, irgendwie, wir sind Antifa. Also Antifa hat hier in den USA eine negative Konnotation und wird eben mit dem ganz, ganz linken, extremen Rand verbunden. Also es gibt keine positive Konnotation mit Antifa. Und Donald Trump hat dieses eben bewusst genutzt, um zu sagen, ja, diese Prozesse seien eben letztendlich extrem linksradikal und deswegen nicht ernst zu nehmen. Und das entspricht eben nicht der Realität. Gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch schwierig zu sagen, die Proteste seien von rechts unterwandert, also von Ultrarechten. Also das mag an einigen Stellen sein. Das ist sicherlich Gewalt von rechten Gruppierungen an der einen oder anderen Stelle ausgeht. Da müsste man jetzt jeden einzelnen Protest sich angucken. Hier in Washington ist es, aber DC ist es sicher nicht der Fall. Ich glaube, ich belasse es jetzt einfach dabei. Vielleicht nur, allerdings, ja, wohl einen Satz, glaube ich, muss ich noch sagen, weil der wichtig ist, weil der, glaube ich, auch nicht genug wahrgenommen wird. Dass Joe Biden hat gestern eine Rede gehalten in Philadelphia. Das war sehr, nun steht es mir nicht zu, das wirklich zu beurteilen, aber wenn ich sagen, es beurteilen dürfte, würde ich sagen, das war wirklich sehr geschickt und sehr klug, zum einen Philadelphia zu nehmen. Also er hat im Rathaus von Philadelphia gesprochen. Philadelphia ist ja im Grunde um die Gründungsstadt der USA, Unabhängigkeitserklärung und Verfassung wurden, also unweit dieses Rathauses unterzeichnet, und den meisten Amerikanerinnen und Amerikanern ist das bewusst. Und außerdem ist er ja eben am Wochenende, es wird ja immer viel darüber geungt, dass Joe Biden in seinem Keller sitzt und aus dem Keller die Geschehnisse kommentiert. Nun, das hat er also auf jeden Fall eingestellt, und er ist eben nach draußen gegangen und hat sich eben als das präsentiert, als das, was er ja auch ist, die gute Alternative. Und hat eine Rede gehalten, wo er eben gesagt hat, Proteste sind wichtig und richtig, Gewalt hingegen ist abzulehnen. Er hat den Präsidenten sehr stark kritisiert mit vielen Entscheidungen und auch eben rhetorischen Figuren, die der Präsident in der letzten Woche verwendet hat. Darüber können wir ja in der Diskussion gerne noch sprechen, wenn es euch diskutiert. Und die Umfragen deuten darauf hin. Wir haben allerdings noch keine Umfragen, die also nach der Ermordung von George Floyd durchgeführt wurden. Aber die Umfragen deuten eindeutig darauf hin, dass Biden sehr gut im Rennen liegt. Und auch, also es ist ja immer interessanter für euch Politikprofis, ihr wisst das, es ist wichtig, dass die sogenannten, die Staaten, wo die wechseln, wo die Mehrheiten wechseln, dass diese gewonnen werden. Und er hat eben nicht nur in den allgemeinen Umfragen, sondern auch in den Umfragen, die in den sogenannten Swing States durchgeführt wurden, die Nase vorne, sogar in Florida. Das ist also sehr beachtlich. Und dann ist natürlich immer, sind wichtiger als die absoluten Zahlen, ist der Trend. Und der Trend spricht auch für Biden. Und dann noch ein Wert, den ich, glaube ich, für sehr interessant halte: die Nicht-Zustimmungswerte, also die negativen Werte für Donald Trump, steigen massiv. Ne? Also sie sind höher als bei jedem anderen Präsidenten, der in eine Wahl geht. Ja, und dann alles Weitere können wir gerne diskutieren. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange geredet, sondern nur, ich habe versucht, so einen persönlichen Überblick über die aktuelle Situation, wie wir sie aus der 15. Straße an der Ecke K-Straße wahrnehmen, zu geben. Vielen Dank für euer Interesse, und ich bin gerne bereit, vielen Dank, Fragen zu beantworten. Ja, normalerweise wäre ich jetzt dran, aber das schenken wir uns jetzt alles. Ich habe schon zwei Wortmeldungen. Die erste ist Jasmin. Du korrigierst mich, Michael, wenn ich was Falsches sage. Ich sehe das auf meiner kleinen Glotze hier im Handy. Die erste ist Jasmin und danach ist Doro, habe ich gesehen. Jasmin, bitte, du hast das Wort. Denk dran, dein Mikro musst du erstmal ausmachen. Anmachen. Ist gerade schon. Ja, hallo zusammen. Mädchen, ich wollte jetzt aber nicht sozusagen das Wort nehmen. Also wenn du dazu überhaupt nicht, eine Einschätzung geben willst. Keine Höflichkeiten, ja, hier, sondern leg los. Wir nutzen die Zeit mit Knut hier. Also ich habe einfach ein, zwei Sachen mitgebracht, die mich jetzt insgesamt halt auch mit Blick auf die letzten Tage nochmal beschäftigen. Also das eine, vielleicht fange ich von hinten an.
was du gerade eben erzählt hast über die Aufstellung der Demokraten. Das macht uns oder macht mir jedenfalls wie vielerorts auf der Welt am meisten Sorge. Nicht nur, wie sich die Rechtspopulisten und Rassisten in dieser Welt aufstellen, was ja alles schon dramatisch genug ist, nicht nur in den USA, sondern auch anderswo, sondern ob es eigentlich einer progressiven Bewegung gelingt, halt tatsächlich eine eigene Sprache, ein eigenes Gesicht zu finden. Und das scheint mir in den USA, jedenfalls so viel ich hier mitbekomme, auch aus Gesprächen von einigen wenigen jedenfalls, die ich von drüben kenne, doch sehr farblos zu sein. Du hast jetzt gerade Biden erwähnt, der gestern da mit seiner Ansprache rausgegangen ist. Das ist, glaube ich, auch überfällig gewesen, muss man sagen. Vielleicht dazu einfach aber trotzdem nochmal die konkrete Frage. Biden wird ja nicht die einzige Figur sein, die relevant ist, sondern man müsste eigentlich erwarten, dass die Demokraten jetzt, finde ich jedenfalls, sowohl mit ökonomischer als auch mit gesellschaftspolitischen Themen jetzt richtig Flagge zeigen und wirklich eine versöhnende, eine zusammenführende und auch eine überzeugende Politik vertreten, wie es mit dem Land wirtschaftlich vorangehen kann, aber wie man eben diesen strukturellen Rassismus jetzt auch endgültig mal angehen und aufbrechen will. Deswegen nochmal an dich die Frage, wen siehst du da außer Biden? Mir ist zum Beispiel der Name Gretchen Whitmer, die Gouverneurin aus Michigan, immer wieder auch zu Ohren gekommen. Kann sie, wird sie eine solche bedeutendere Rolle spielen, um eben auch für die Demokraten da ein, sagen wir mal, präsenteres und vielleicht auch aggressiveres Gesicht zu sein? Aggressiv meine ich jetzt nicht im Sinne von Gewalt, sondern einfach klarer zu sein in dem, wie sich Demokraten auch gegen das aufstellen, was Donald Trump dort eben als Menschheitsbild ja letzten Endes vertritt. Das ist also nochmal eine Frage und eine Bitte der Einschätzung der genaueren Aufstellung. Ich will aber auch nochmal sehr deutlich sagen, ich schaue mit großer Besorgnis und ich finde, das muss uns auch bewegen, darauf, wie massiv, ich sage mal, nicht nur populistisch Wahlen gewonnen werden, sondern wie mit welcher Brutalität dann eben auch tatsächlich diese Politik umgesetzt wird. Ich sehe das als Berichterstatterin für Lateinamerika fast 1:1 in Brasilien. Was im Übrigen halt auch oft eine Vorgeschichte von einer sehr aufgeladenen Religiosität hat, die ja, ich sag mal, mit unserer Vorstellung von einem religiösen Leben eigentlich nur noch bedingt was zu tun hat. Also eine aufgeladene Religiosität, die wirklich bar jeder Vernunft und jeder Aufklärung ist. Vielleicht einfach nochmal auch dazu eine Einschätzung, wie bedeutend kann das im Kontext der Wahl noch mal werden. Und als letzte Frage, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, weil bei dem, was ich gesehen habe, wie die Trump-Anhänger sich auch in den vergangenen Monaten aufgestellt haben, als es um das Impeachment ging und die Androhung, sie würden im Zweifelsfall mit Waffengewalt auf das Weiße Haus zu marschieren. Und ich frage mich so ein bisschen, wie lange das womöglich noch dauert, bis diese Wahnsinnigen und Rassisten dazu bereit sind, nach Minnesota oder irgendwo anders hinzureisen, um denen das da mal so richtig zu zeigen. Und das ist, speist jedenfalls meine Angst davor, dass es tatsächlich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen könnte. Vielleicht auch dazu einfach noch meine Einschätzung, wie sich denn die Trump-Anhänger in dieser Frage jetzt konkret aufstellen. Soll ich jetzt direkt antworten oder sollen einige Wortmeldungen sammeln, sodass und ich dann. Wie möchtest du? Ich guck jetzt mal, ich habe jetzt noch Doro und Fritz hat sich, glaube ich, auch gemeldet, wobei ich den jetzt gerade nicht mehr. Und Klaus auch. Sammeln wir mal immer zwei. Machen wir mal Dorothee als nächstes bitte und dann machen wir die nächste Runde. Mal gucken, wie das mit der Zeit hinhaut. Dorothee, bitte. Ja, vielen Dank. Hallo Knut, ich versuche mich kurz zu fassen. Also mich schockieren diese Bilder immer mehr. Also auch diese martialischen Aufmärsche da vom Kapitol. Also ganz, ganz gruselig, erinnert an ganz schlimme Zeiten. Und was ich mich so gefragt habe, Proteste haben ja immer ein Ziel, also wollen Verbesserungen erwirken. Jetzt hast du ja gut dargestellt, dass es einfach eine tiefe Ungleichheit ist, die es in diesem Land einfach
immanent gibt, die sich dort jetzt entlädt. Gleichwohl, wenn ich jetzt hinblicke Richtung Wahl und auch Richtung progressive Parteien, Richtung Demokraten, gibt es denn konkrete Dinge, konkrete Gesetze, konkrete Änderungen im System, die auch ein Biden jetzt, wenn er gewinnt, die Demokraten jetzt durchsetzen könnten? Also was konkret ist überhaupt an Verbesserungen möglich, die progressive Kräfte realisieren könnten? Die erste Frage. Die zweite Frage, ich glaube, die hat Klaus auch gestellt. Wer ist denn jetzt in der aktuellen Situation, und es wurden ja immer zwei Namen genannt, nämlich Kamala Harris und Stacey Abrams oder auch Gretchen Whitmer, wer ist denn im Moment jetzt die letzten Tage hervor, oder hat sich jemand hervorgetan als Running Mate von Joe Biden? Zweite Frage und dritte Frage, die gerade gestern habe ich viel im deutschen Fernsehen gesehen, natürlich uns mit großer Sorge auch erfüllt, ist der Umgang mit Journalisten. Also ne, der Journalist der Deutschen Welle wurde dort irgendwie beschossen. Gestern wurde Elmar Thewissen vom ZDF quasi dort mehr oder weniger vom Platz gefegt. Also wie wird das bei euch diskutiert? Wie wird das aufgenommen, diese drei Themen? Vielen Dank. So, Knut, leg los. Mikro musst du anmachen, Entschuldigung, das vergisst man immer manchmal dann. Also vielleicht eine Anmerkung zur Religion, weil wir es nun gerade in dem Fall nicht Religion, sondern zur christlichen Religion. Das ist insofern wichtig, weil das eigentlich gerade das Thema der letzten 48 Stunden in den USA ist. Also Präsident Donald Trump ist am Montag ungefähr gegen 18 Uhr vom Weißen Haus durch den Lafayette Park zur St. John's Church marschiert. Also diejenigen von euch, die das sich räumlich vorstellen können, es ist kein weiter Spaziergang, aber in dem Fall musste er eben dann zwei Polizei Barrikaden passieren, die es zu dem Zeitpunkt gab. Also die Demonstranten kamen an den Rand des Lafayette Parks und er hat eben diese Demonstranten wegräumen lassen durch die Bundespolizei. Die Betonung der Bundespolizei ist insofern wichtig, weil es hier ja jetzt schon in der Corona-Krise, aber auch eben jetzt in dieser Auseinandersetzung um die Unruhen und um die Proteste ja einen starken Konflikt zwischen verschiedenen Regierungsebenen gibt, also zwischen der Gouverneursebene und dem Präsidenten, aber auch zwischen der Bürgermeisterebene und dem Präsidenten. Und sich eben die Bundespolizei in Washington D.C. anders verhält als die Polizei der Stadt Washington. Wobei die Bundespolizei eskalierend und martialisch arbeitet, während die Polizei der Stadt eben deeskalierend und zurückhaltend agiert, eben weil es ihr natürlich um die Stadt geht. Aber eben, er wollte zur St. John Church, um dort eben mit einer Bibel in der Hand sich fotografieren zu lassen und dann hinterher eben oder im Rahmen dessen auch eine sehr martialische Rede zu halten, in der er gedroht hat, er würde, wenn die Unruhen nicht nachlassen und wenn die Gouverneure das nicht in den Griff bekommen, die Bundesarmee nicht mobilisieren, aber eben zum Einsatz in Bundesstaaten schicken, was nicht geht. Auch das, was er dort gesagt hat, ist eben sehr, sehr schwer durchsetzbar rechtlich. Also das ist sozusagen typisch für Donald Trump, eine großmaulige Behauptung, die er aber eben nicht wird umsetzen können. Aber der Missbrauch der Kirche wurde sehr scharf kritisiert. Und auch die Worte, die er dann an dieser Kirche, also man muss sagen, er war eben an der Kirche, ist nicht in die Kirche reingegangen. Er hat mit niemandem der Pastoren gesprochen, die für diese Kirche da sind. Er hat mit niemandem von der Gemeinde gesprochen. Wurde sehr scharf kritisiert von der episkopalischen Bischöfin, die dann erst das per Twitter sich geäußert hat und dann eben live in CNN war und wo sie eben gesagt hat, das sei ein Missbrauch
der Religion und es sei vor allen Dingen, Jesus Christus sei eben jemand, der für Frieden steht und Donald Trump stünde eben für letztendlich Krieg. Und sie hat das sehr viel besser und sehr lange zum Ausdruck gebracht, aber das lohnt sich eben auch, wenn das von Interesse ist, einmal anzugucken. Insofern war das jetzt in der religiösen Auseinandersetzung, also um auch das Gewinnen von Christen und Christinnen, sicherlich jetzt ist das zumindest nicht etwas, was er unbedingt als Erfolg verbuchen kann. Und er hat daraus nicht gelernt, sondern ist am nächsten Morgen dann hier in die größte katholische Kirche in Washington D.C. gegangen, das ist also gestern Morgen, und hat sich vor einer Statue von Johannes Paul II. Mit seiner Frau ablichten lassen, ohne eben aber auch in der Kirche zu beten oder irgendwie diese Kirche für eine religiöse Handlung zu nutzen oder mit jemandem zu sprechen. Auch dieser Besuch war offensichtlich mit der Diözese nicht abgesprochen und es gab eine sehr, sehr scharfe Kritik des Bischofs, Erzbischofs von Washington. Das Ganze ist insofern interessant, dass es natürlich eine Wählerinitiative gibt, Katholiken für Trump, die von Newt Gingrich geführt wird. Und Newt Gingrich ist Mitglied der Kirche, die er besucht hat. Aber eben, es war nicht mit der Gemeindeleitung oder mit dem ganzen Amt gesprochen. Also die Religiosität in der Politik spielt eine Rolle, aber ob das jetzt Donald Trump wirklich nutzen wird, wie er jetzt zur Zeit agiert und mit seiner sehr aggressiven Politik. Er beschimpft ja die Protestierenden, er beschimpft und kritisiert mit ja letztendlich unflätiger Wortwahl Gouverneure, Bürgermeisterinnen, Polizeichefinnen und Polizeichefs. Wage ich zu bezweifeln. Und einer der wichtigsten, also mir sagte schon vor Wochen jemand, der bei Obama das Weiße Haus geleitet hat, Donald Trump führt keine Wählerinnen und Wähler hinzu. Wenn er die Wahl gewinnen will, muss er das aber. Seine Anhänger und seine radikalen Anhängerinnen und Anhänger alleine werden nicht reichen, um die Wahl zu gewinnen. Die Progressivität der Demokraten, die Demokraten sind ein breites Bündnis und sind nur zum Teil progressiv. Joe Biden ist sicherlich nicht der Kandidat des progressiven Flügels. Wir können natürlich, es gäbe viel dazu zu sagen, warum er sich durchgesetzt hat. Er hat sich ja durchgesetzt, im Grunde genommen an der Schwelle dessen, wo wir noch nicht so genau wussten, also zumindest hier als so ein normaler politischer Beobachter wussten wir noch nicht genau, was auf uns zukommen würde. Ich weiß nicht, ich bin mir sicher, dass die Wählerinnen und Wähler, die ihn gewählt haben, das zu dem Zeitpunkt auch nicht wussten, was Corona für die USA bedeuten würde. Er hat aber die Wahl eben vorher gewonnen, im Grunde genommen die Vorwahl. Ja, er hat am Super Tuesday und am kleinen Super Tuesday die Mehrheit der Stimmen in fast allen Rennen gewonnen und hatte dabei eben den Kern der Demokratischen Partei, also die afroamerikanischen Wählerinnen und Wähler, ganz klar auf seiner Seite. Er hatte auch die weißen Wählerinnen und Wähler in der Arbeitnehmerschaft ganz klar an seiner Seite. Und er wird jetzt daran, und er hat aber gleichzeitig daran sehr stark gearbeitet in den letzten Monaten, den progressiven Flügel unter Führung von Bernie Sanders eben in seine Kampagne einzubinden. Wobei allerdings man fairerweise sagen muss, also wir haben verschiedene Gespräche mit Leuten geführt, die in seiner Kampagne sind, dass sie selbstkritisch sagen, dass die meisten Leute, die in der Kampagne sind, sind schon Leute, die auch mit der Obama-Administration verbunden sind. Und Obama zählt in der innerdemokratischen Wahrnehmung auch nicht zum progressiven Flügel. Gleichzeitig tritt Joe Biden, sofern wir seine Agenda kennen, schon jetzt mit einer progressiveren Agenda an, oder man kann es auch linkere Agenda sagen, mit einem linkeren Wahlprogramm, als Obama es seinerzeit getan hat. Also es gibt eine deutliche programmatische Verschiebung nach links bei den Demokraten. In meiner Einschätzung ist die Strategie von Joe Biden aber nicht jetzt den
einen Schwenk nach links zu machen insgesamt als Kandidat, sondern sich möglichst breit aufzustellen und möglichst breit in die Mitte zu wirken. Und er wird versuchen, möglichst viele unabhängige und auch republikanische Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, um eben diese Wahl ganz klar für sich zu entscheiden und dabei eben den progressiven Flügel nicht zu verlieren. Viele Vertreter des auch letztendlich sehr unübersichtlichen progressiven Flügels haben sich in den letzten Wochen auch positiv zu Joe Biden und der Option, ihn zu wählen, geäußert. Und bemerkenswert finde ich, dass es eine sehr starke inzwischen Wählerinitiative von Republikanern gibt gegen Donald Trump und teilweise auch für Joe Biden. Und es ist nicht nur das Lincoln Project, es gibt da auch noch andere. Und diese Leute machen sehr, sehr interessante Wahlwerbung. Also es lohnt sich, das anzuschauen. Joe Biden ist, glaube ich, schon früher aus dem Keller gekommen, als wir es wahrgenommen haben. Das hat dann nicht immer, sag ich mal, es generiert nicht immer das Interesse, was es eigentlich verdient. Donald Trump gelingt es eben schon meistens, eben die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, weil er eben das, was er sagt, immer ein Aufreger ist, was eben bei Joe Biden eben definitiv anders ist. Und seine Wahlstrategie wird sicherlich weiterhin bleiben, ruhig zu sein. Also eine ruhige, versöhnende, empathische, zusammenführende Art zu sein, weil er, also seine Strategie ist, sich als die bessere Alternative zu präsentieren. Und es gibt schon in der Gesellschaft, also in meiner Wahrnehmung, eine Sehnsucht nach etwas weniger Aufgeregtheit. Also die amerikanische Gesellschaft ist extrem unter Druck. Also das nehmen wir auch im Alltag sehr wahr. Und sozusagen jeden Tag immer auf 180 zu sein, ist für alle sehr, sehr schwierig. Konkret angehen werden die Demokraten sehr vieles und können auch sehr vieles. Also zum einen wäre eben tatsächlich ja eine größere Polizeireform notwendig. Das ist ein ganz großes Thema. Aber ganz konkret, also es liegt ein Riesengesetzespaket im Kongress, das ein Konjunkturpaket ist, aber vor allen Dingen ein Paket ist, was die Verbesserung für Arbeitslose eben verlängern soll. Es gab ja ein erstes Paket, was, ich kann es gar nicht mehr, wann wurde das verabschiedet, vor 6 Wochen, was sehr umfangreich war. Und die Demokraten haben in diesem Paket, was in dem Kongress durchgesetzt wurde, eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes und eine massive Erhöhung des Arbeitslosengeldes durchgesetzt. Sodass, also bis zur Corona-Pandemie war Arbeitslosengeld eigentlich, war es zum einen sehr gering und zum anderen wurde es sehr kurz gezahlt, also so 12 Wochen oft nur. Und das Geld war ungefähr $200 bis $300 in der Woche, was sehr wenig ist in den USA. Und dann hatten die meisten Leute eigentlich gar keinen Zugang zu diesem, also konnten es gar nicht beantragen. Und durch dieses Gesetzespaket wurde der Zugang verlängert, also sozusagen auf ein halbes Jahr und das Arbeitslosengeld im Grunde genau um ungefähr auf $600 die Woche erhöht, also massiv. Das läuft aber alles im Sommer aus oder am Ende des Sommers und deswegen braucht es jetzt eben ein zweites Paket. Diese Gesetzesinitiative ist im Abgeordnetenhaus, wo die Demokraten die Mehrheit haben, ja, positiv votiert worden und es liegt jetzt am Senat, dieses positiv zu votieren, was sie eben nicht machen werden. Also wäre eine sehr konkrete Gesetzesinitiative, die sehr konkret sehr vielen Leuten helfen würde. 40 Millionen Arbeitslose ist eben, ja, dann reden wir über 20% Arbeitslosigkeit, die ja nicht morgen weggehen werden. Also die Struktur, die Rezession reißt ja tiefe Gräben. Und überhaupt ein Konjunkturprogramm, wenn ich das noch kurz sagen darf, ein Konjunkturprogramm gilt inzwischen ja hier in den USA auch nicht etwas, was nur von Progressiven vertreten wird. Auch der Chef der Zentralbank, der also wirklich nicht als progressiv gilt,
hat sich eben massiv ja für ein großes Konjunkturprogramm ausgesprochen, um eben die schlimmsten Ausschläge der Rezession zu verhindern, letztendlich. Und dagegen stehen aber eben die Republikaner. Und deswegen gibt es, deswegen und auch aus vielen, vielen anderen Gründen, gibt es für die Demokraten auch die Chance, zum einen ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus im November zu verteidigen, aber zum anderen vielleicht auch sogar den Senat zu gewinnen. Also so schätze ich das ein. Und so, ich habe jetzt ja, noch eine Sache zu den gewalttätigen Anhängern von Donald Trump. Die, und zur Vizepräsidentin, das habe ich auch nicht beantwortet. Also die gewalttätigen Anhänger von Donald Trump sind etwas, die machen allen Leuten Sorge, klar. Also da auch hier, also hier natürlich noch mehr als in Europa, weil sie hier natürlich die Politik betreffen. Es gab diese Bilder von bewaffneten Protestanten, die das Parlament in Michigan ja letztendlich kurzzeitig besetzt hatten. Aber es waren 100 Leute, ja, also nur um die Anzahl derjenigen klar zu machen. Und die, in dem Fall hat eben die Polizei, auch weil diese Menschen schwer bewaffnet waren, also sie hatten ja Schnellfeuergewehre, sich entschieden, okay, wir lassen sie jetzt dort protestieren und sammeln sie dann, führen sie dann hinterher wieder raus. Aber es hat auch eben auch damit sicherlich auch etwas zu tun, dass mit ungleichem Maß gemessen wird in solchen Situationen. So, zur Vizepräsidentin, ich wünschte sehr, ich könnte sagen, ich wüsste, wer die Vizepräsidentin werden würde. Dann würde ich das jetzt sicherlich auch aufschreiben und versuchen, diesen Artikel zu, gut unterzubringen. Es ist sozusagen eine sehr, sehr, es wird sehr viel spekuliert darüber, wer das werden könnte. Und es gibt sehr viele qualifizierte Kandidatinnen, die, glaube ich, sehr gute Vizepräsidentin und damit ja dann potenziell auch die zukünftige Präsidentin der USA werden könnte. In diesem Zusammenhang aber vielleicht sind zwei Dinge nochmal wichtig für das Verfahren. Also ich schätze, dass Joe Biden ungefähr in einem Monat, vielleicht auch erst in 6 Wochen, seine Vizepräsidentin präsentieren wird. Also ich würde mal schätzen Mitte Juli, vielleicht nach dem 4. Juli, vielleicht macht das auch zum 4. Juli. Ja, also es wäre vielleicht sogar ein Clou, es am 4. Juli zu machen. Ja, Stacey Abrams, die ist eine Hoffnungsträgerin, das ist die Frau, die in Georgia, also die Hauptstadt ist Atlanta, dort wohnt sie, dort macht sie ihre Arbeit, eine sehr wichtige Arbeit. Sie wäre fast Gouverneurin von Georgia geworden, sie hat knapp verloren und sie ist eine sehr, auf ganz vielen Ebenen eine sehr, sehr interessante Frau. Ich habe sie vor einem Jahr getroffen und ich konnte nur eine Minute mit ihr sprechen, aber alleine diese Minute war unglaublich bewegend, weil sie eben es schafft, in sehr kurzer Zeit, egal wer man ist, zuzuhören und dann auch etwas Kluges dazu zu sagen. Und wenn sie in einem Raum redet, hat sie eine sehr, sehr starke Präsenz und ist eine sehr beeindruckende Politikerin. Ihre Arbeit besteht ja vor allen Dingen darin, dass sie dafür kämpft, dass Leute, die eben am Wählen gehindert werden oder eben denen der Zugang zum Wählen erschwert wird, was insbesondere Afroamerikaner sind, dass sie dagegen kämpft. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht, also ich bin kein schlechtes Zeichen in der jetzigen Situation, sie als Vizepräsidentin zu wählen. Aber letztendlich ist mir nicht hundertprozentig klar, wie diese Entscheidung im Umfeld von Joe Biden und von Joe Biden selbst gefällt wird. Ich glaube, es spielt da auch sehr viel die persönliche Dynamik zwischen der Vizepräsidentin und dem Präsidentschaftskandidaten eine sehr, sehr große Rolle. Und die von Jasmin erwähnte Gretchen Whitmer ist da sicherlich eine sehr, sehr interessante Kandidatin. Ist ja die Gouverneurin von Michigan. Allerdings ist sie politisch eher in der Mitte und also nah an Joe Biden dann auch. Und ich bin mir nicht sicher, ob die den nicht lieber Gouverneurin bleiben möchte, weil sie eben eine sehr wichtige Aufgabe da hat als Gouverneurin.
Es hat sich jetzt in den letzten 3 Tagen keine der sozusagen 5, also Elizabeth Warren wäre ja auch noch eine Kandidatin, was dann eben ein klarer, eine sehr klare Aussage wäre, wir machen eine progressive Agenda, wobei Elizabeth Warren unter Umständen viel effektiver wäre als Finanzministerin, weil eben ja Regulierung eigentlich das ist, was sie stark macht. Aber sie wäre auch eine Kandidatin. Sie ist gestern in Erscheinung getreten, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil sie gestern so ganz natürlich und en passant kurz vor der Ausgangssperre am Weißen Haus vorbeigegangen ist und mit ihrem Hund und ihrem Mann und mit Gesichtsschutz, Mundschutz und eben von den Protestierenden also euphorisch gefeiert wurde. Also obwohl, sie ist da einfach wirklich nur einmal durchgegangen und hat gesagt, warum bin ich hier? Weil Donald Trump auf dem falschen Weg ist und das eben wichtig ist, jetzt zum Ausdruck zu bringen. So, Knut, ich habe jetzt hier verschiedene Wortmeldungen. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten an der Zeit. Fritz, ich hatte dich irgendwann mal gesehen. Hast du noch eine Wortmeldung, weil du jetzt hier nicht mehr stattfindest, also im Chat nicht mehr stattfindest? Wolltest du noch was sagen? Sonst ja, wenn ich darf. Jetzt, dann sage ich mal die Reihenfolge. Natürlich darfst du. Ich sage mal die Reihenfolge. Jetzt kommst zuerst du, dann Klaus, dann Aidan. Machen wir die mal als nächstes. Und Doris hat sich auch noch gemeldet. Da sind noch mega Plätze. Also deswegen... Ich ziehe zurück. Ich habe mich jetzt hier sehr zurückgehalten. Ich muss um 5 sehr zurückgehalten. Deswegen. Ich ziehe zurück. Gut, Alter, sonst mach, dann lässt dich Fritz sicherlich vor, wenn wir uns alle zusammenreißen mit der kurzen Zeit, dann bitte Aidan und dann Fritz und dann machen wir in der Reihenfolge, was ich eben gesagt habe. Bitte. Nein, Fritz, mach du mal. Ist alles gut. Ja, ich wollte ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass die Washingtoner Perspektive vielleicht doch verkürzt bleibt. Also ich habe immer noch Kontakte in die Region, wo ich mal vor 30 Jahren als Austauschschüler war. Das ist das klassische Flyover-Country, Nebraska. Und da ist die Sichtweise zumindest mit den Leuten, mit denen ich da rede, etwas anders. Ja, die sind nach wie vor sehr überzeugt davon, dass Trump der richtige Mann ist, um ein korruptes Establishment zu vertreiben und zu entmachten. Und man hatte das Gefühl, dass das eine sehr, sehr starke, auch emotionale Bindung ist, die viele Leute an diesen Präsidenten haben. Und dass er sehr bewusst auf 2 Dinge setzt, nämlich auf einerseits auf eine ganz extreme Polarisierung, um die ihn gut finden, so eng wie möglich an sich zu binden und gleichzeitig darauf, die Swing States zu gewinnen. Also ich glaube, ihn interessiert gar nicht, dass die Abneigung gegen ihn im anderen Lager immer weiter wächst und dass er auch Leute, die bisher unentschieden waren, ins andere Lager treibt, solange es nicht in den Swing States passiert. Deswegen ist meine Frage, ob ihr euch da wirklich so sicher seid. Also der Popular Vote, diese 3 Millionen Stimmen mehr, die Hillary hat ja letztes Mal auch nicht geholfen. Und ich glaube, es würde ihn überhaupt nicht stören, wieder zu gewinnen, solange, also dass Biden mehr Stimmen bekommt, solange er am Ende mehr Wahlmänner hinter sich versammelt. Und ich bin immer so ein bisschen überrascht, dass in so einer Situation Amerika sich zunehmend zu so einer Gerontokratie entwickelt. Ja? Also alle Kandidaten deutlich über 70 und niemand schon in der Vorausscheidung unter 70, der auch nur ansatzweise eine Chance hatte, in die Nähe der Nominierung zu kommen bei den Demokraten. Das ist schon irgendwie, es wirkt alles sehr sklerotisch. Und man fragt sich, ist das wirklich die starke Antwort, die man sich wünschen würde? Also ich bin so ein bisschen besorgt, dass wir uns alle im November wieder die Augen reiben und sagen, na super, das geht jetzt 4 Jahre so weiter und wird noch schlimmer. So, jetzt haben wir noch auf der Liste, Klaus hat zurückgezogen. Doris, bitte. Oh, jetzt hören wir dich nicht, obwohl du dein Mikrofon an hast, oder? Doris, ich kann dich nicht hören. Könnt ihr Doris hören? Das Mikrofon, es sieht so aus, als sei es angestellt, aber wir hören dich nicht. Willst du das mal versuchen, den Griff zu... Ich kann dich immer noch nicht hören. Dann guck doch mal, ob du das da verstellen kannst. Oder schreib, genau, schreib doch bitte und ich gebe so lange Knut das Wort, bis wir im Chat auch die Frage von Doris bekommen. Bitte, Knut. Also von Fritz Fregenthal hätte ich natürlich keine andere Frage erwartet.
Ich bin mir sehr sicher. Man kann andere Einschätzungen haben. Meine Einschätzung speist sich nicht aus Washingtoner Quellen, sondern aus vielen Quellen. Und also ich nehme meine Einschätzung immer aus ganz vielen Quellen. Wir sind viel im Land unterwegs. Ich selber, wie du vielleicht weißt, war Austauschschüler in West Virginia 1986. Das liegt lange zurück. Das war schon damals ein schwieriges Pflaster, ist heute noch schwieriger. In West Virginia zumindest wechseln teilweise die Loyalitäten. Da wo ich noch Kontakte hin habe. Es gab dort, weil du jetzt eine Geschichte erzählst, dann erzähle ich auch mal eine. Also es gab dort einen State Senator, mit dem ich zusammen, man glaubt es kaum, ich war mal Ringer. Also ich war mit dem in dem Wrestling-Team und das war ein sehr harter Bursche und der ist danach noch härter geworden, ist irgendwie Offizier geworden und war in verschiedenen Kriegseinsätzen auch tätig. Und der hat 2016, obwohl er Demokrat ist und Gewerkschafter, massiv Werbung gemacht für Donald Trump und hat auch für ihn gewählt und das sehr öffentlich gemacht. Der ist inzwischen seit 2018 ein Gegner von Donald Trump beispielsweise. Das spielt keine Rolle insgesamt, aber in West Virginia spielt es eine Rolle, also da, wo er antritt. Der Typ heißt Ojeda, also falls Sie ihn mal nachgucken müssen. Und insgesamt, also wir gucken ja insbesondere, also kein Mensch guckt hier in Washington, also ich meine, man sollte jetzt auch nicht unterstellen, dass die Analysten in Washington naiv sind und nicht wissen, wo der Hase läuft. Also ich meine, alle gucken hier auf die 8 entscheidenden Staaten und auf die 3 entscheidenden Staaten. Und das Interessante ist ja gerade, dass dort eben die Werte für Donald Trump nicht gut sind. Und das Interessante ist ja, dass die Mobilisierung der Demokraten bei den Vorwahlen extrem hoch war. Das ist doch schon beachtlich. Auch noch, als schon relativ klar war, dass es Joe Biden werden würde, war die Mobilisierung sehr, sehr gut. Was ein guter Indikator für die Wahl ist, dass eben auch tatsächlich viele Leute zur Wahl gehen werden. Und eben ist es eben auch beachtlich, dass viele Leute, die für Bernie Sanders gestimmt haben, das offensichtlich auch gemacht haben, weil sie Hillary Clinton nicht wollten bei der Vorwahl 2016. Und dass das Verhältnis zwischen Joe Biden und Bernie Sanders ein deutlich anderes ist als zwischen Hillary Clinton und Joe Biden. Und Joe Biden ist einfach ein ganz anderer Typ. Er wird eben, also man kann immer viel Negatives über Joe Biden sagen. Ich bevorzuge es eben, das Positive hervorzuheben. Wenn ich jetzt hier Demokrat wäre, wäre er nicht mein Kandidat gewesen, sondern ich analysiere ja, was passiert. Also das möchte ich vielleicht an dieser Stelle auch einmal sagen. Ich hätte jemand ganz anders gewählt. Ich hätte persönlich, will ich jetzt auch nochmal sagen, Elizabeth Warren bevorzugt. Warum? Ich bin weiß, ich habe eine akademische Ausbildung und genau die Leute fanden sie gut. Andere eben nicht. Und deswegen hat sie eben letztendlich keine Chance gehabt. Und warum man jetzt, also man setzt, oder die Wählerinnen und Wähler, nicht Mann, es ist ja gewählt worden, die Wählerinnen und Wähler der Demokraten haben sich entschieden, auf Erfahrung zu setzen und auf etwas zu setzen, auf jemanden zu setzen, den sie kennen, mit all seinen Fehlern und mit seinen Stärken. Und man kann eben, seine Stärke ist, dass er nahbar ist, dass er Empathie hat und dass er einen afroamerikanischen Präsidenten loyal 8 Jahre unterstützt hat. So, und Knut, ich habe noch, wir haben jetzt die Frage von Doris, hat sie aufgeschrieben. Ich lese sie mal vor, vielleicht kannst du das dann auch noch gleich mitnehmen. Es geht um das Thema, das formelle Wahlprozedere, also Zugang zu Wahlen, wenn Afroamerikaner, die grenznah an anderen Bundesstaaten wohnen, verdächtig abgehalten zu wählen, weil man wieder sagt, sie wählen zweimal, also das alte Wahlfälschungsargument von Trump. Wie steht es mit der Registrierung von Wählern? Ob die IT-Probleme gelöst seien und wie die Debatte über Briefwahlen, wie stehen die Chancen für Briefwahlen? Oder wird es dann sozusagen unterschiedliche Wahlrechte geben in unterschiedlichen Bundesstaaten? Dann die nächste Frage von Doris ist, gibt es ein TV-Duell? Wie wird das aussehen? Wie viele und wann und wo? Und
und der Rest in Kommentare, wenn ich das richtig sehe. Und die sind nicht positiv über den Verteidigungsminister. Also bitte, Knut. Naja, Briefwahl gibt es in vielen Bundesstaaten, in einigen nicht. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass wir eben sehr viele Auseinandersetzungen um die Wahl haben werden. Das ist im Grunde meine größte Sorge. Also, dass sozusagen wir wieder dass die Wahl angefochten wird. Das ist ja mittlerweile eine Tradition in den USA geworden. Ja, also, aber das ist natürlich, führt natürlich dann weiter zu Unsicherheit und Instabilität und auch Verärgerung und Frustration. Aber ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Wahl angefochten wird, insbesondere dann, wenn Donald Trump verlieren wird, wird die Wahl angefochten werden, und zwar von Donald Trump und seinen Leuten. Er ist natürlich in verschiedenen Bereichen sehr effektiv. Und also natürlich wird er auf Polarisierung setzen und natürlich wird er versuchen, seine eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Und das wird ihm auch gelingen. Also er wird ja nicht sang- und klanglos untergehen. Aber es ist eben anders als die Wahl 1968, also weil auf die wird sich ja immer bezogen. Nixon konnte eben damals die Demokraten schlagen, weil die Demokraten die Präsidentschaft, haben dann aber einen anderen Kandidaten aufgestellt und Nixon konnte sich als derjenige präsentieren, der jetzt dann mal aufräumen wird und alles richtig machen wird. Das kann ja Donald Trump jetzt nicht sehr gut sagen. Also er ist Präsident und es läuft alles aus dem Ruder. Er versucht, die Verantwortung auf andere abzuwälzen. Also sag ich mal so, ich bin jetzt zumindest skeptisch, dass das funktioniert. Die Strategie der Republikaner, das hat letztendlich Donald Trump ja sehr deutlich gesagt, wird tatsächlich sein, die Wahlbeteiligung klein zu halten. Aber wenn man jetzt mal so in die letzten Monate guckt, also in Wisconsin gab es ja eine Wahl, wo das versucht wurde. Supreme Court? Jetzt vor nicht allzu langer Zeit, also wenigen Wochen. Und das ging für die Republikaner nicht gut aus. Es war jetzt nur eine ganz kleine Wahl, aber das hat letztendlich die Demokraten sehr mobilisiert. Und die Leute, die dann eben wählen konnten, haben tatsächlich gewählt. Die Zugänge zum Wählen zu erschweren, ist leider relativ einfach. Ja? Also du kannst ja sozusagen die Strategien sind da vielfältig, indem man eben administrative Hürden schafft oder einfach sehr wenige Wahllokale zur Verfügung stellt, dort, wo eben Minoritäten wohnen und eben auch Einschüchterung macht. Und dazu ist, das ist sicherlich euch auch klar, dass eben sehr viele auch Menschen, die in verschiedener Art im Bedrängnis sind, formuliere das jetzt bewusst sehr offen, weil das ganz verschiedene Ursachen haben kann, eben nicht wählen gehen, weil sie keinen Kontakt haben wollen mit Behörden. Also obwohl sie eigentlich wahlberechtigt wären. Und das wird eben ein Problem sein. Und eben Stacey Abrams ist eben eine, die da kämpft, da Verbesserungen zu erzielen. Aber diese großen Probleme, die lassen sich eben nicht einfach innerhalb weniger Wochen lösen und sie werden uns über Jahre beschäftigen. Joe Biden hat gestern in seiner Rede gesagt, um die Probleme zu lösen, die vorhanden sind, braucht es eine Generation. Und er wäre froh, wenn er in seiner ersten Amtszeit etwas dazu beitragen wird. Und vielleicht dann noch optimistisch für die amerikanische Politik spricht, finde ich, dass Joe Biden also sehr klar gesagt hat, er macht eine Amtszeit. Und deswegen wird ja eben die Auswahl der Vizepräsidentin so wichtig sein, weil die Vizepräsidentin dann sehr wahrscheinlich die Präsidentschaftskandidatin in 4 Jahren wird. Und sag ich mal so, wenn man sich jetzt den Kongress anguckt, finde ich, kann man schon eine gewisse Dynamik auch in der Demokratischen Partei erkennen und eine Breite der Aufstellung, die mich jetzt eher positiv stimmt und nicht negativ, also was die, sag ich mal so, Kampfbereitschaft der Demokratischen Partei betrifft. Und so kann sein, dass dann ja in 4 Jahren wir eine ganz andere Situation haben werden. Und eben Leute wie so Ikonen, die wir hier, die amerikanische Politik hervorgebracht hat, die sind ja nach wie vor da. Die spielen nur gerade in diesem Moment nicht die zentrale Rolle. Also wie
Alexandra Octavio-Cortez. Aber sie hat sich schon sehr viel geäußert. Sie findet nur eben etwas weniger Aufmerksamkeit zurzeit als normal, weil eben die sich zurzeit schon sehr stark der Blick auf den Präsidenten richtet und das, was viele Leute jetzt abstößt. Und der Montag könnte sich vielleicht als sehr tragisch oder dramatisch da ja noch herausstellen. Also in der Tag, in dem er eben letztendlich gesagt hat, er wäre bereit, die amerikanische Armee einzusetzen, um gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger zum Einsatz zu kommen. Das ist ein hier sehr stark diskutierter Schritt und der vermutlich nicht vollzogen wird, oder wir können nur hoffen, dass er nicht vollzogen wird. Es wird auf jeden Fall sehr schwierig sein, ihn zu vollziehen. Und er wurde eben gerade auch von militärischer Seite sehr stark kritisiert. Das ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch wichtig hervorzuheben. Knut, ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann habe ich noch eine zum Abschluss. Vielleicht kannst du mir helfen. Wir haben darüber diskutiert während des Impeachment-Verfahrens. Ja, und zwar, was ist eigentlich mit den Republikanern los? Ja, also wann ziehen die sozusagen die Reißleine? Das Impeachment-Verfahren ist jetzt vorbei. Da wird ja nichts mehr draus bis zur Wahl. Aber trotzdem kann man ja die Frage stellen, ob diese Unterstützung in der Fläche bei den Republikanern für den Präsidenten noch weiter da ist. Und da habe ich mir jetzt ein paar Ergebnisse angeguckt bei den Primaries in verschiedenen Staaten. Gut, die Republikanische Partei sagt, ist jetzt meine Warnung, ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Das ist jetzt so ein Cheer-Club für Trump. Aber wie schätzt du es ein, wenn tatsächlich die Zahlen sich weiter so perpetuieren, sage ich mal, dass dann am Ende nicht nur die Frage ist, gibt es einen republikanischen oder demokratischen Präsidenten, sondern die Frage ist, sag mal, gibt es überhaupt noch eine Mehrheit im House of Representatives oder sogar, wenn man jetzt die Linien fortzeichnet, also wenn man jetzt wirklich ein Lineal nimmt und weiter die Umfragen bis November weiterzieht, dann ist es ja auch möglich sogar, dass die Republikaner den Senat verlieren. Das ist zumindest heute nicht auszuschließen, wenn es jetzt einfach so dramatisch weitergehen würde. Hast du den Eindruck, dass es da einen Punkt geben kann, wo die Republikaner sagen, nee, jetzt ist aber auch Schluss sozusagen, also dass es da sozusagen ein moderates Lager gibt, nicht von denen, die es jetzt sowieso schon sind, sondern die im Amt sind und einfach wiedergewählt werden wollen und deswegen dann sozusagen, ich nehme mal das Beispiel Nebraska, das finde ich gar nicht schlecht, wo es am Ende so ist, dass da vielleicht sogar der ein oder andere moderate Demokrat oder moderate Republikaner zusammen auftreten und können sagen, wir sind für unseren Staat, aber gegen den Präsidenten. Irgendwie so, kannst du dir sowas vorstellen, dass das ein Gamechanger sein könnte bei der Wahl im November? Das gab es ja regional immer mal in einzelnen Bundesstaaten, aber dass das dann sozusagen tatsächlich am Ende ein Gamechanger sein kann. Wie schätzt du das ein? Die Primaries gehen jetzt ja weiter noch den ganzen diesen Monat noch und auch bis in den Juli hinein. Wie ist da deine Analyse? Werden die Republikaner da wie eine Mauer, wie eine Eins hinter den Präsidenten stehen bis November? Na, bisher stehen sie ja schon relativ gut, aber vorstellen kann ich es mir, was du geschildert hast. Wie wahrscheinlich es ist, das Problem, also ich meine, es gab jetzt gerade, es wurde hier heute Morgen sehr stark kommentiert, dass Stephen King in Iowa die Vorwahl verloren hat, ja. Obwohl der 9-mal eben gewählt wurde, weil er eben besonders rassistisch sich geäußert hat und das eben jetzt natürlich zum jetzigen Zeitpunkt besonders negativ. Also ich meine, es war sowieso schon immer negativ, selbst den Republikanern, was besonders negativ aufgestoßen ist. Und ein deutlich moderaterer Senator, also Senator auf der Landesebene eben gewählt wurde. Das muss ich mir aber ehrlich gesagt auch nochmal genauer angucken, wie das zustande gekommen ist. Aber das deutet zumindest auf einen solchen Prozess hin. Insgesamt ist es aber für die Republikaner, haben sich die Republikaner ja nun entschieden, dass sie diesen Präsidenten eben stützen wollen und dass sie ihn verteidigen wollen. Und aus dieser Aufstellung kommen sie jetzt eigentlich schwer raus. Also ich sehe eben, dass es leichte Absatzbewegungen gibt. Die sind allerdings ja nicht neu. Also die bilden sich eben ja schon seit Wochen. Es gibt ja bekanntermaßen Larry Hogan, den Gouverneur von Maryland, also hier Großraum Washington, der sich auch in der Pandemie-Diskussion ja
Verhalten gegen Trump gestellt hat und der hier auch immer wieder auftritt in der ursprünglich mal sehr kleinen, inzwischen etwas größeren Never-Trump-Bewegung der Republikaner, zu der eben Leute wie Bill Kristol gehören. Und es gibt eben einige Republikaner, die eben inzwischen ja auch offen für die Wahl von Joe Biden aufrufen, was schon sehr außergewöhnlich ist, dass Republikaner für die Wahl eines Demokraten aufrufen. Aber das ist nicht die Partei als Ganzes und auch nicht eben die Führung im Senat und es ist auch nicht die Führung im Repräsentantenhaus, die diesen Kurs unterstützt. Und Donald Trump ist ja schon sehr effektiv darin, seine Freunde zu belohnen und zu unterstützen und seine Feinde zu bekämpfen. Insbesondere eben in den eigenen Reihen. Und deswegen scheuen eben sehr viele Mandatsträger eben den Schritt, sich gegen Donald Trump zu stellen, weil sie eben fürchten, dass er dann eben seine Medienmacht und auch seine Bataillone, seine Kettenhunde loslässt auf sie und dass sie dann auf jeden Fall einen Gegenkandidaten haben, der ihnen das Leben schwer macht. Also solange die Vorwahlen noch laufen und danach, also wenn sich Leute dann im Wahlkampf gegen ihn stellen, dann, also er bemerkt das sofort und agiert dann auch sofort. Also wenn er eins macht, ist an solchen Stellen dann schnell zu agieren. Also das ist etwas, was sehr deutlich wahrnehmbar ist. Und viele sind nun diesen Pakt mit dem Teufel eingegangen und halten ihn bis zum Ende durch. In der Hoffnung, dass das für sie persönlich, politisch, ökonomisch, also es sind ja auch oft ökonomische Interessen damit verbunden, gut geht. Und eben er hat ja in seiner Wahl 2016 ja eins versprochen, also eine Sache versprochen, die er auch gehalten hat. Also mir fällt nicht sehr viel ein, was er gehalten hat, aber eine Sache hat er gehalten. Er hat der konservativen, radikalen Basis ja immer gesagt, ihr müsst mich wählen, weil ich werde eben die Richter durchsetzen, die Bundesrichter. Und das hat er ja gemacht. Also das hat er sehr effektiv durchgesetzt. Und das ist eben natürlich auch ein Ergebnis, mit dem sich eben ja die amerikanische Gesellschaft noch sehr lange wird beschäftigen müssen. Das ist jetzt diese sehr vielen, sehr konservativen, teilweise nicht besonders gut qualifizierten Richterinnen und Richter in den Bundesgerichten gibt und das womöglich sogar die Mehrheit im Verfassungsgericht kippt. Gut, ich habe jetzt hier keine weiteren Fragen. Ich sehe auch gerade, Jasmin ist auch raus aus der Stadt. Wir sind auch schon weit drüber. Wir wollten eigentlich nur eine Stunde machen. Ich danke dir vielmals, Knut. Ich habe das Gefühl, wir werden das bis zum November nochmal machen. Ja? Ich habe so eine Ahnung, weil das natürlich sehr, sehr dynamisch ist. Ich danke dir jetzt aber erstmal für die Zeit und dann natürlich auch nach DC ins Büro. Bei Michael, vielen Dank für die Organisation. Lass uns mal bitte vereinbaren, dass wir das alsbald nachholen. Ich brauche dann immer mal ein Signal von dir, wann du glaubst, dass es ganz, ganz günstig wäre. Wir haben noch die Sommerpause bei uns, beginnt in der ersten Juliwoche. Mal gucken, ob wir das davor nochmal hinbekommen oder da irgendwo so drauf. Das hängt ja auch ein bisschen mit euren Kapazitäten und eurem Urlaubsplan ab. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Ja, ich wünsche euch auch alles Gute und bedanke mich sehr für die Möglichkeit, mit euch zu sprechen und euer Interesse. Vielleicht noch eine Abschlussbemerkung, also es mich schon sehr erstaunt ist, dass jetzt sozusagen innerhalb einer Woche die Covid-19-Krise also völlig in den Hintergrund getreten ist in den USA. Und das, obwohl natürlich das öffentliche Leben sehr stark eingeschränkt ist, natürlich in diesen Protesten und in diesen Demonstrationen, also jegliche Form von Distanz natürlich völlig unmöglich wird. Und wenn das stimmt, was wir über die Ansteckung des Virus wissen, also wenn es stimmt, dann müsste jetzt eigentlich ein starker Anstieg der Epidemie in 2 Wochen erfolgen. Und das ist eben etwas, was sozusagen im Hintergrund eben vielleicht auch zu beobachten ist und was zumindest mich innerlich besorgt. Und
für Verantwortungsträger hier natürlich auch, werden die sich, das sagt jetzt keiner so, aber das die Bürgermeister, die hier verantwortungsvoll vorgegangen sind, also werden das sicherlich auch denken, wenn sie sich anschauen, was in ihren Städten los ist. Wir werden die Situation weiter aufmerksam verfolgen und wer weiß, welches nächste große Thema dann auf die Bühne kommt. Der Präsident ist ja ein Experte darin, sozusagen nicht nur eine Sau pro Woche durchs Dorf zu jagen, sondern mehrere am Tag. Also mal sehen, wie die Frequenz da bleibt. Jetzt erstmal vielen Dank. Bleibt ihr alle gesund in DC, passt ihr auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.